Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Transformers Age of Extinction Decepticon Lockdown in der Flip and Change Version. Ja, die Figur macht einiges her. Ich muss sagen, gegenüber der Deluxe-Figur ist die Figur wirklich echt 1A. Sie hat ein paar kleine Mankos, die aber eigentlich sehr schnell ausgebessert sind. Man muss halt nur gucken, dass man da eben die Schwachstellen quasi ausbessert. Dazu aber gleich mehr. Jetzt möchte ich erstmal natürlich auf die Verpackung erstmal eingehen. Das heißt die Figur zur Seite. Und jetzt zeige ich euch einfach mal die Verpackung selbst. Wir haben hier natürlich einmal die Gebrauchsanweisungen quasi. Die Autoseite aufklappen, festhalten und flippen und schon ist die Figur fertig verwandelt. Dann haben wir an der Seite ganz groß natürlich das Logo. An der Seite schön diesen weißen, sehr simplen Aufdruck, finde ich trotzdem ziemlich cool. Dann haben wir einmal hier Lockdown groß abgebildet mit seiner Narbe, finde ich auch ziemlich klasse. Und hier hinten haben wir natürlich dann noch einmal die Erklärung, richtig schön simpel gestaltet. Dann einmal den Fahrzeugmodus, der auch echt gut gelungen ist gegenüber der Deluxe-Version. Finde ich richtig geil. Und einmal die Figur selbst, die auch richtig klasse aussieht und in meinen Augen auch richtig Stil hat. Und sogar hier gegenüber der Deluxe-Version sogar ja passende, wirklich lange Beine hat. Ich finde, die ist bei der Deluxe-Version ein bisschen zu kurz geraten. Ansonsten, was ich auch ziemlich klasse finde, ist, dass Lockdown hier einmal mit seiner Battle Mask quasi gezeigt wird, was ich auch ziemlich cool finde. Ja, und das war eigentlich auch schon das Ganze bei der Verpackung. Ja, unten ist nichts groß. Auch wie bei Drift ist hier quasi nichts weiter auf dieser Verpackung zu sehen. Das heißt, kein Produktkatalog, kein gar nichts. So, kommen wir jetzt einfach natürlich zu der Figur. Kommen wir jetzt erstmal einmal zu den kleinen Details. Um da ein wenig näher auf die Figur einzugehen. So. Wir haben einmal hier vorne auf der Motorhaube ein schönes Decepticon-Logo in lila Metallic. Was ich echt cool finde, dass es wirklich im Metallic-Look auch aufgetragen wurde. Dann das Plastik von Lockdown ist so, wie bei der Deluxe-Version, so eine Mischung aus ja, Bronze, Silber, Gold. Also sehr interessante Farbmischung auf jeden Fall. Dann haben wir hier vorne noch silberne Leuchten. Ich versuche das Licht anders zu drehen, es blendet ein bisschen. So, an der Seite haben wir normale schwarze Felgen und innen drinnen schöne Bremsscheiben. Also das finde ich auch echt gut von Details, man sieht es hier schön. Ja, ansonsten ist die Figur sehr simpel gestaltet. Hinten nichts Besonderes, keine Rückleuchten, kein gar nichts. Finde ich schade, man hätte hier vielleicht das farblich ins Rot umsetzen können. Das wäre ein bisschen schöner gewesen. Ja, und ansonsten hier oben haben wir noch diese Abdeckung in einem schicken Blau-Metallic. Die Fenster sind auch alle in Silber gestaltet, auch sehr simpel. Und auch hier, wie bei allen Flip and Change, haben wir diese nervigen Knubbel quasi hier außen. Die quasi, ja, ich vermute mal, wir haben zwar hier oben die Rückspiegel, aber man könnte es vielleicht auch als Rückspiegel sehen. Unten drunter haben wir jetzt nichts groß bei dieser Figur, was auffällt. Hier sehen wir ein bisschen die Hände. Ansonsten hier die Beine. Innen drin sieht man ganz klein den Kopf. Und hier den Bauch und die Hüfte so ein bisschen. Trotzdem finde ich sehr schön gestaltet. Auf jeden Fall macht es einiges her. Ja, das ist eins dieser Mankos der Figuren. Diese Höhle hält quasi nicht so super. Ein bisschen geht es auseinander, aber macht dem Ganzen keinen Abbruch. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die ist ziemlich simpel. Wir nehmen einmal hier hinten die Rückseite, klappen die auf. So. Ziehen hier an der Seite die Arme aus, so, packen die einmal in die Hand und drehen diese Figur einmal jetzt zu einem hin, um die Figur zu verwandeln. Wir drehen sie,
Hier haben wir jetzt das kleine Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Der Kopf bleibt hier hinten öfters mal hängen. Das ist richtig nervig. Ist eigentlich auch das einzige Manko an dieser Figur. Und dadurch klappt der Kopf nicht ordnungsgemäß rum. Wir haben hier allerdings ein gefedertes Zahnrad. Das können wir zur Seite klappen. Und dann ist das Rumklappen des Kopfes auch ganz einfach. So, aber wie gesagt, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen die Figur natürlich noch zweimal flippen, bis es knackt. Und schon ist die Figur fertig verwandelt. Ja, auch hier haben wir wie bei Drift die Schultern, die wir hier oben einrasten müssen. Das heißt einmal hier und auf der anderen Seite. Das heißt drücken, bis es einrastet. Das gleiche hier. So, und schon ist es fest. Der Kopf geht ein bisschen hoch, da einfach nur runterdrücken und hier einmal kurz das Zahnrad zur Seite wippen. Und schon ist es halten, wenn nicht, wie es jetzt bei mir der Fall ist, einfach noch einmal herumdrehen, ruhig knacken lassen, kann nicht viel passieren. So, und wieder zusammendrücken. So, und schon ist quasi jetzt der Lockdown verwandelt, die Arme nach unten drehen und die Schulterklappen einfach nach oben drehen. Auch hier haben wir sehr schön von Details hier diesen Raketenwerfer, den er auch quasi in den Schultern im Film hat. Sehr schön dargestellt, gefällt mir. Und ja, ansonsten sehr simpel gestaltet die Figur, macht aber wie gesagt einiges her. Wir haben, was ich gegenüber der Deluxe-Version sehr cool finde, auf jeden Fall, ist die Tatsache, dass die Beine hier komplett in schwarz sind, mit silbernen Details. Die Hände sind auch sehr schön gestaltet. Könnt ihr leicht nach innen klappen. Wir sehen hier die Hände quasi. Dann auch die Reifen, finde ich, sind sehr schön eingearbeitet im oberen Torso. Die bewegen sich auch nur sehr schwerfällig, weil sie quasi durch den Arm festgehalten werden. Der Brustkorb selbst ist auch echt gut gemacht. Nicht so wie bei der Deluxe-Figur, wo man wirklich alles ineinander klappen muss und trotzdem wirkt sie noch sehr sperrig. Der Kopf ist natürlich auch hier nicht wirklich drehbar. Man kann ihn zwar so ein bisschen schwenken, aber muss vorsichtig sein, sonst bricht man ihn ab, denn er ist nur aufgesteckt. Er hat also kein Drehgelenk. Ja, ansonsten könnt ihr auch hier die Arme um 360 Grad drehen. Die Ellenbögen sind mit einem knackartigen Gelenk quasi miteinander verbunden. Das heißt, es ist schön fest, das Gelenk. Ja, und ansonsten der Rücken klappt jetzt nur hier hinten so ein bisschen nach hinten auf. Und ansonsten eigentlich alles dasselbe wie bei den anderen Figuren, auch von dem Flip and Change von den größeren Figuren. Das Interessante an dieser Figur ist, es ist ein komplett neuer Mold. Das heißt, jedes einzelne Teil ist quasi neu gegossen. Nur eben mit dem Unterschied, dass es trotzdem sich von den anderen Figuren deutlich unterscheidet. Sprich, dass die Teile quasi neue Formen haben etc. Ansonsten ist diese Figur ähnlich wie Drift. Hier hinten ist bei Drift noch die Klingen drin, ansonsten alles gleich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Figur, finde ich persönlich, ist der absolute Hammer. Auch wenn viele jetzt die Flip and Change Figuren verteufeln, muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin begeistert davon. Und wenn ich jetzt einfach mal die Deluxe Figur als Größenvergleich daneben halte, dann sehen wir eindeutig, wieso die Figur so viel geiler ist. Ich nehme jetzt einfach mal kurz die Waffe ab von der Figur. So, stellen wir jetzt einfach mal daneben. Und jetzt zeige ich euch einfach mal den Größenunterschied. Es ist einfach mordsmäßig. Das hier ist eine Deluxe-Figur und das ist die Flip-and-Change-Figur, die fast dreimal so groß ist. Also wirklich echt klasse. Ihr seht selbst, also der Brustkorb, wie ich es euch schon gesagt habe, sieht so bei der Deluxe-Figur aus und so bei der Flip-and-Change-Figur. Einfach geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr schade, dass man hier bei der Deluxe-Figur das Gesicht so dargestellt hat und nicht austauschbar oder mit so einer Maske, die man drüber klappen kann. Denn mir gefällt diese Flip-and-Change-Maske einfach mordsmäßig. Und die Deluxe-Figur wäre echt aufgepeppt worden, hätte man diese Maske mit dazu gepackt.
Also ganz ehrlich, hätte ich mir bei der Deluxe-Figur echt gewünscht. So ist die Figur echt, wie gesagt, Hammer. Und sie macht echt was her. Also ganz ehrlich, wer Lockdown so in seiner Sammlung haben möchte, ich kann sie ihm einfach nur geben, einfach nur empfehlen. Es ist ein Hammer, diese Figur, auch wenn die Beweglichkeit sehr eingeschränkt ist. Es ist einfach eine schöne Figur. Und neben einem Leader Optimus Prime, zum Beispiel First Edition Prime, ist die Figur wirklich von der Größe her absolut perfekt. Und wenn natürlich Optimus Prime mit einem Lockdown nebeneinander stehen haben will, in der gleichen Größe, quasi Leader-Class-Größe, würde ich auf jeden Fall diese Figur empfehlen. Die Figur kostet etwa 34 Euro. Auch wenn sie, wie gesagt, einige Mankos hat wegen dieser Flip-Bewegung, dass die Zahnräder manchmal nicht richtig greifen oder dass der Kopf blockiert. Sie ist einfach das Geld wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier gebe ich dieser Figur auf jeden Fall im Fahrzeugmodus und auch im Robotermodus volle 10 Punkte. Vom Detailgrad her absolut klasse, gebe ich auch volle 10 Punkte. Es lohnt sich. Und ja, das war's ansonsten für heute, wieder für meinen neuen Toy Review. Wenn ihr mich abonnieren würdet, würde ich mich natürlich sehr freuen. Ihr könnt mir natürlich auch Kritiken entgegenbringen oder auch bei Facebook gucken. Da bin ich jetzt mittlerweile auch vertreten unter Rexforce Toy Reviews. Und ja, der Link wird später unten in der Beschreibung stehen und wir sehen uns dann demnächst. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Rexforce.